ich hoffe, die Frau Bohnenkamper-Müller kommt gleich mal. Ich muss das mit ihr mit so, dem Herzen. Also, ich würde mal sagen, ja, schönen Feierabend. Ich mache mich jetzt auf. Ich wollte mir noch die Nägel noch mal machen lassen. Glaube, Barbara hat mir da Sie ja nicht. So einen schönen Termin besorgt. Nein, das machen Sie nicht. Was? Die Barbara. Was hat können gesagt, Sie mir sagen, was ich mit meiner Zeit tue? Ja, ich richte das von Barbara aus. Wir müssen Nachsitzen machen bei Chanel und Bingo. Was? Ja. Ach, wegen diesem komischen Gericht, was Sie gemacht haben? Das war nicht komisch. Ich habe alle Streitigkeiten gelöst und Chanel hat sogar eine Strafe bekommen. Wie kann bei einem Gericht die Person, die als Zeugin da ist, auf einmal schuldig sein? So funktioniert das nicht. Ja, das und was ist hat halt der so Bibo gewesen. Damit zu tun? Das bin ich mir auch nicht ganz sicher. Die Eltern haben gesagt, Bibo soll auch nachsitzen. Ich weiß es nicht. Was entscheiden Eltern, wer nachsitzt? Aber gut, wenn ja, Sie weiß das... Ja, Chanel wäre sonst wenn, wahrscheinlich nicht wenn gekommen. Sie das keine angesetzt Ahnung. Haben, in Ordnung. Also, dann Bibo und Chanel, die Schnürschuhkinder. Ja. Gut, dann... Nehmen Sie aber definitiv Chanel. Ich komme nicht mit der klar, die ist zu seltsam. Ja, na gut, dann... Also ich nehme Bibo. Mal schauen. Wo machen Sie das? Ich würde jetzt einfach... Ach so, nein, natürlich im Klassenzimmer, wo denn sonst? Ja gut, dann nehme ich das Lehrerzimmer, wenigstens das. Ach, ja. Wenn Sie den Bibo sehen, dann schicken Sie ihn bitte zu mir. Ja, mache ich. Okay, danke. Die kommen wahrscheinlich sich hier hin, um sich anzumelden, ne? Unglaublich. Ja gut. Ach so, nein, wie auch immer. Einzelnachsitzen ist das Schlimmste. Wenn Bibo wenigstens da wäre, dann hätte ich wenigstens ein bisschen Gesellschaft. Aber so, nur alleine mit Philipp und das eine Woche. Ich setze mich auf seinen Platz und dann muss ich erstmal das Kissen rübernehmen. Aber ja, gut, jetzt ist Philipp auch noch zu spät. Also, ich warte noch eine Minute und wenn er in einer Minute nicht da ist, ist jetzt eine Minute zu spät. Und wenn er in einer Minute nicht da ist, dann ist er 2 Minuten zu spät und dann gehe ich einfach. Ach, Chanel, du bist ja schon da. Nach einem wunderschönen Nachmittag wünsche ich dir. Ist das nicht toll, wie die Sonne scheint? Wie auch immer, wie geht's dir? Sie sind 2 Minuten zu spät! 2! Wissen Sie, wie lange ich schon auf Sie gewartet habe? 2 Minuten! Das ist so unverschämt von Ihnen! Wie denken Sie sich das eigentlich? Dass ich mit Ihnen nachsitzen muss und Sie nicht mehr pünktlich sind? Kannst du vielleicht nochmal sagen, wie lange hast du jetzt gewartet? 2! Ach, ja, ich hab's verstanden. Das nennt man Ironie. Ja, du hast es aber auch verdient, dass du hier nachsitzen musst. Immerhin hast du ja dafür gesorgt, dass Leila und Tessa total den Streit haben. Und du bist auch irgendwie gerade zu mir total gemein. Also eigentlich finde ich diesen Ausbruch der Emotionen auch total gut. Aber naja, das kann ich dann ja eine Woche lang von Namen nochmal studieren, ne? Ja, jetzt sitze ich hier mit dem Nachsitzen. Der brummt mir das einfach auf. Der ist mir dafür definitiv verschuldigt. Und dann... Habe ich jetzt diesen Bibo hier und ich weiß nicht, was der gemacht hat. Also wenigstens das hätte er mir sagen können. Ich werde ihn gleich erstmal fragen. Und der ist jetzt auch schon 5 Minuten zu spät. Ich denke nicht, dass der wusste, wo er hin soll. Hallo? Bin ich hier richtig? Ich soll nachsitzen oder so? Ja, natürlich sind Sie hier richtig. Und Sie sind auch schon inzwischen 8 Minuten zu spät. Was glauben Sie eigentlich? Also es ist schon ganz schön unverschämt. Seien Sie froh, dass ich noch da bin. Dann setzen Sie sich doch erstmal. Hierhin? Ja, setzen Sie sich einfach. Okay, ich wusste nicht, dass Nachsitzen im Lehrerzimmer stattfindet. Naja, mir hat es ja auch niemand gesagt. Ich weiß auch gar nicht, warum ich überhaupt nachsitzen soll. Ich habe gar nichts gemacht. Ich weiß das auch nicht. Hä? Also Sie werden schon irgendwas gemacht haben. Sonst, Sie haben immer irgendetwas gemacht. Nein, also, ich mache eigentlich nie irgendwas. Das ist eigentlich der Platz von Barbara, wie Sie bestimmt wissen. Ich weiß das nicht. Barbara? Rhabarber-Barbara? Was soll das denn jetzt schon wieder? Nein, also von Barbara, Frau Barsch, unserer Schulleitung. Ach, Frau Barsch, ich weiß doch nicht, wie die mit Vornamen heißen. Ja, das ist besser, dass Sie das nicht wissen. Oh, wo wir gerade über Namen reden, könnt ihr mir sagen, wie Herr Philipp mit Vornamen heißt? Ah, Chanel, schön, da bist du ja schon wieder. Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Einen schönen Nachmittag wünsche ich dir. Sie haben mich wieder warten lassen. Sie könnten mal vor mir da sein. Also ich finde das sehr unverschämt von Ihnen. Heute ist es wirklich auch wieder über eine Minute gewesen. Ich habe auf meine Uhr geguckt. Also auf meine rosane Uhr hier. Also das waren bestimmt 55 Sekunden, die Sie mich haben warten lassen. Also es ist schon sehr unverschämt. Hier ist übrigens das Bild, was ich gestern malen sollte. Es ist jetzt fertig. Was meinen Sie? Ach, das ist ja toll, dass du endlich mal Kunst mitmachst. Also das letzte Mal hätten wir dann vielleicht gar nicht stundenlang miteinander verbringen müssen, wenn du jetzt anscheinend doch Kunst machen kannst. Ah, das ist aber interessant. Ist das ein Ditto? Das Pokémon Ditto? Was ist heute? Ich muss ja noch mindestens 55 Minuten hier sein. Ja, also nochmal was malen, weiß ich nicht. Hast du ja anscheinend keine Lust zu. Du könntest ja mal vielleicht einen Aufsatz schreiben. Ja, sowas machen doch Schüler. Aufsätze schreiben, warum du überhaupt hier bist, was du falsch gemacht hast. So. Aber ich hab doch gar nichts falsch gemacht. Das ist doch alles Bibos Schuld. Also, ja, also ich hab nichts falsch gemacht. Ja. Und
heute wieder nachsitzen mit dem Bibo. Ich habe keine Ahnung, was ich mit dem machen soll. Und ich habe auch keine Ahnung, was der gemacht hat. Wie soll ich jemanden bestrafen und dem vernünftige Aufgaben geben, wenn ich nicht mehr weiß, was der gemacht hat? Ach, da sind Sie ja schon. Kommen Sie. Hallo. Ist Ihnen jetzt eingefallen, was Sie falsch gemacht haben überhaupt? Nein, ich mache gar nichts falsch. Und ich bin auch nur zu spät, weil das ist Chanels Schuld. Weil die braucht immer so lange. Naja, Sie sind eigentlich gar nicht zu spät. Also ich war ja nur schon hier. Also Sie sind heute pünktlich. Das ist gut. Wir könnten an Ihrer Pünktlichkeit arbeiten, aber das haben Sie heute schon gut gemacht. Nicht. Was, okay, danke. Haben Sie irgendwie noch Hausaufgaben oder so zu machen, die Sie machen können? Ja, Sie haben uns doch heute für Mathe noch Hausaufgaben gegeben. Ja, dann machen Sie die doch. Wollen Sie die an der Tafel vorrechnen? Oh, lieber nicht, dann schreien Sie mich wieder. Ach, Chanel, ja, da bist du schon wieder. Also so langsam geht mir diese Monotonie auch ein bisschen auf die Nerven. Wie weit bist du denn mit deinem Aufsatz? Ja, also ich habe dir jetzt keine Mindestlänge gesagt, was du machen sollst, aber ein Aufsatz hat ja schon so 100 Wörter bestimmt. Also ich habe 3 und 3 Ausrufezeichen. Er heißt, Bibo ist schuld. Das ist sowohl die Überschrift, als auch der Inhalt, als auch alles daran. Bibo ist schuld. Das ist natürlich sehr kreativ. Und ich habe es unterstrichen. Dass alles das gleiche ist. Allerdings, wir haben ja im Schulgericht herausgefunden, dass du schuld bist, nicht Bibo. Also das ist ja alles rechtlich richtig abgelaufen. Und ich kann dich natürlich nicht dazu zwingen, dass du die Schuld bei dir selber siehst. Aber dann hast du natürlich auch keine gute Führung, um hier früher aus dem Nachsitzen rauszukommen. Da musst du die volle Strafe halt durchziehen. Ich wusste nicht, dass es eine Option ist, aber ich sehe das nicht, dass ich schuld bin an irgendetwas. Warum denn nicht? Die beiden haben sich gestritten und das ist deren Problem. Und sie können nicht von mir erwarten, dass ich mich da einmische. Naja, aber wir haben ja herausgefunden, dass die sich nur weiter gestritten haben, weil du da immer mehr Öl ins Feuer gegossen hast. Das war Bibo, das war ich nicht. Hm, das sagen die beiden anders. Das war Bibo! Aber es ist 2 gegen 1. Und Bibo? Und Bibo wurde überhaupt nicht erwähnt, außer von dir. Hm. Und seien wir doch mal ehrlich, glaubst du wirklich, Bibo könnte das überhaupt kognitiv? Dann machen wir jetzt, ich habe eine schöne Matheaufgabe für Sie. Ja. Ihr Nachsitzen hat eigentlich 60 Minuten gedauert. Schreiben Sie mal was? 60 Minuten, 60. Mein Nachsitzen hat 60 Minuten also gedauert? Also Ihr Nachsitzen wird insgesamt 60 Minuten dauern, mal 5, weil wir 5 Tage Nachsitzen haben. 60 Minuten mal 5. Dann rechnen Sie mir das mal aus, wie viele Minuten wir beide insgesamt hier nachsitzen müssen, weil für mich ist das auch Nachsitzen. Ich bin ja immer bei Mathe so verwirrt wegen den Buchstaben. Muss ich jetzt 5 mit jedem Buchstaben hier auch... Nein. Sie können auch einfach eine Stunde, 60 Minuten sind ja eine Stunde, ich hoffe, das wussten Sie. 1 mal 5. Stunde wird H abgekürzt. Okay. 1 Stunde mal 5. Gleich. Wie viele Stunden sind das? 5. Ja, sehr schön. Sehen Sie, Sie haben schon wieder etwas gelernt von mir. Aber was ist mit den 60? 60 Minuten sind eine Stunde, passt doch. Ja, genau, Oma, ich bin auch beim Nachsitzen. Das ist voll unfair. Hallo, schönen Nachmittag, Chanel. Schönen Nachmittag, Chanel. Ich bin jetzt ich da. Weiß nicht. Was redest du denn? Also sag mal, das ist aber unhöflich. Also Oma, ich wäre mega gerne dabei gewesen, aber Chanel, schick mir auf jeden Fall Fotos. Hallo. Und wenn du nachher essen gehst, vielleicht kannst du mir was zu essen telefonieren mitbringen. Telefonieren darf man hier gar nicht. Super, das ist verboten. Gut. Ich weiß nicht, was das soll gerade. Kein, sorry, ich schreibe dir das mal das eben ist auf. Super kein unangenehm. Telefon. Jetzt wird mir hier gesagt, ich dürfte hier nicht telefonieren. Ich finde das ja, mega aha, frech, du kannst mich als also ob man hier nicht telefonieren darf. Wenn man telefonieren also, kann, darf man auch telefonieren. Oma, ja, also ich finde, das ist eine Unverschämtheit. Also ich finde, wenn man telefonieren kann, dann darf man auch... Was meinen Sie eigentlich? Mein Telefon ist jetzt aus. Also das ist ja wohl... Mein Gespräch ist aus, mein Telefon ist nicht aus. Das war meine Oma. Was glauben Sie eigentlich? Ist vollkommen egal, was jetzt... Hauptsache, du bist jetzt mal ein bisschen ruhig. Also das ist Nachsitzen. Da kannst du nicht einfach hier telefonieren. Also ich bin jetzt nicht der größte Fan von Regeln, aber das sollten wir schon einhalten. Ich kann also, ich werde. Was glauben Sie denn? Weil Frau Barsch ja auch ein bisschen Eindruck schinden, ne? Also gut. Ich beschwere mich über Sie. Ja, machen Sie das ruhig. Also, du hast Nachsitzen und das wird hier ja wohl gar nicht. Das Handy kommt jetzt weg. Du hast Nachsitzen, du hast hier sowieso nichts zu sagen. Und apropos nichts sagen, ich war ja neulich im Schweigekloster. Und da habe ich was ganz Tolles gelernt, nämlich einfach schweigen. Und das machen wir jetzt mal. Ich ignoriere Sie einfach. Lassen Sie mich. Genau. Ja, toll. Ja. Und Sie sehen, 260 haben wir noch vor uns. Und das sind 120 Minuten. Ach, so viel? Ja, aber das wird schon relativ schnell rumgehen. So, also 120 Minuten haben wir noch vor uns. Was haben Sie denn da mitgebracht heute? Chips aus Erbsen. Was mit soll das sein? Mit Sauerkrümpfleisch. Die sind grün, das ist voll witzig. Das ist doch nicht witzig. Vielleicht sind das auch 120. Aber die haben einen Nutri-Score B. Der ist auch grün. Ja, ich glaube, das ist besser als andere Chips. Das ist besser als C, D und E. Na gut. Vielleicht haben wir 120, dann können wir jede Minute einen essen. Ich glaube nicht.
Haben Sie noch andere Chips? Dann könnten wir eine Bewertungstabelle erstellen. Wollen wir welche einkaufen? Ja, lassen Sie uns einkaufen gehen. Okay. Die sind lecker. Überraschung! Was sind Sie schon da? Ich dachte, ich komme heute mal ein bisschen früher, um dich zu überraschen, denn heute ist dein letzter Nachsitzentag. Und für mich ja zum Glück auch. Und dann haben wir endlich Wochenende und dann ist alles wieder normal. Bin ich jetzt heute mein Handy wieder? Bitteschön, das hast du dir aber auch verdient nach dieser Woche. So. Also das war ja wirklich eine Quälerei. Für mich war das schlimmer als für Sie. Das glaube ich aber nicht. Sie müssen doch eh arbeiten. Ja. Sie werden dafür bezahlt. Ich werde nicht dafür bezahlt. Das ist Ihr Job. Ich musste nur 5 Stunden jetzt, abgesehen vom normalen Unterricht, zusätzlich mit dir verbringen. Du musst immer mit dir verbringen. Also das kann ich dann schon verstehen. Das verstehe ich nicht. Ja, aber wo ist... Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten mit Bibo nachsitzen gehabt. Das wäre doch schlimmer gewesen. Das wäre nicht gewesen, aber irgendwie... Wir sehen uns irgendwie nie. Also immer laufen wir uns nur so an. Ich verstehe das auch nicht. Also, wie viel haben wir jetzt noch? 53 Minuten, nein. Ja, du bist ja gerade erst angekommen. Ich bin gerade erst angekommen, nicht 53. 57 Minuten? Ja, wir könnten, Können wir Wally gucken? Wally, der dauert aber länger als das. Mir egal, wenn ich Wally gucke, ist mir die Zeit egal. Holen Sie den Fernseher? Ja. Dann gucken wir Wally. Dann gucken wir Wally. Und die letzte Runde nachsitzen mit Herr Schnürschuh. Ich bin so froh, dass Freitagabend ist schon fast. Also Philipp wird mich ja heute Abend auf jeden Fall zum Essen einladen, hat er gesagt. Ich hoffe, ihm ist was Gutes eingefallen. Naja, auf jeden Fall. So, Herr Schnürschuh, sind Sie langsam mal da? Hallo, hier bin ich doch schon. Sehr gut. Also, was wollen wir heute machen? Ich weiß ja immer noch nicht, was Sie überhaupt gemacht haben. Deswegen bestrafen ist bei Ihnen so ein bisschen schwierig. Wollen wir zu McDonald's? Nee, also Philipp wird mich heute Abend schon zum Essen einladen. Deswegen, gibt's was Neues bei McDonald's? Gibt's den Big Rösti eigentlich noch? Ich vermisse den Big Rösti. Den gibt's nicht mehr, aber es gibt bestimmt was Neues. Den weiß ich jetzt gar nicht. Wir können ja gucken. Oh ja, lassen Sie uns in den Computerraum gehen und das McDonald's-Menü schon mal studieren. Ja, vielleicht das können Sie mir gut. da was empfehlen. Oder wir könnten noch eine Obby spielen. Ja, wir haben McDonald's ja noch gar nicht zu Ende gespielt. Haben wir nicht? Nee. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Dann lassen Sie uns McDonald's spielen. Okay, cool. So, ich hoffe, Philipp kommt hier jetzt gleich mal. Ja, ist irgendwie schon 20 Minuten zu spät. Hallo! Ja, wo waren Sie denn? Ach, das war richtig toll. Chanel und ich haben noch Wally geguckt. Das ist doch nicht Ihr Ernst? Ich habe ja 20 Minuten auf Sie gewartet. Ja, hätten Sie ja dazukommen können. Nee, ich gucke sowas nicht. Ja. Aber Sie schulden mir ja noch ein Essen, damit ich dieses Nachsitzen hier gemacht habe jetzt. Also, wo laden Sie mich denn ein? Ist Ihnen das zu teuer, also, oder was? Wenn das auf die Richtung der Schule geht, dann können wir doch auch richtig schick essen gehen. Ja, dann gibt's Pizza. Nee, schick.